glaube, heute gab es schon wahnsinnig, wahnsinnig viele spannende Themen, zu denen Sie alle sich informieren lassen konnten. Ich weiß, im ersten Teil hat Professor Liggesmeier schon gesprochen über das Thema Industrie 4.0 und wie das den ländlichen Raum prägt und prägen wird, auch welche Herausforderungen auf den ländlichen Raum und damit eigentlich auf die komplett Deutschland zukommen. Und ich weiß auch, dass im ersten Teil Sie schon ganz viele Ergebnisse der Initiative Smart Country vom CoLab hören konnten. Womit wir uns jetzt heute bei der Paneldiskussion digitale Suburbia beschäftigen wollen, ist die Frage, welche Chance birgt die digitale Agenda für Land und Leute? Ich würde dabei auch gerne immer so ein bisschen nochmal eingehen auf die Bereiche, mit der sich auch die Initiative Smart Country beschäftigt hat. Das heißt schon auch die Frage, was bedeutet das Ganze für Politik und Verwaltung? Deswegen freue ich mich sehr, dass wir Saskia Esken, Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Ausschuss Bildung und digitale Agenda mit auf dem Podium haben. Wir wollen uns aber auch mit den Themen Mobilität und Logistik beschäftigen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch Fabian Nestmann, Sprecher von Uber Deutschland und General Manager von Uber München, mit auf dem Podium haben. Hallo, herzlich willkommen. Wir wollen auch über die Themen Bildung, Pflege, Gesundheit, Energie, Wertschöpfung sprechen. Alles Themen, die natürlich auch auf der lokalen Ebene stark verankert sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir Franz Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindetages, mit dabei haben. Herzlich willkommen. Und aber auch über das ganze Thema Wertschöpfung sprechen, auch welche neuen Modelle sich ergeben für den ländlichen Raum. Und ich glaube, da kann vor allem Julia Kläuber von der Open Knowledge Foundation und Projektleiterin für das Projekt Code for Germany einen interessanten Einblick geben. Ganz zu Beginn möchte ich aber Sie alle bitten, einfach ein kurzes Statement abzugeben, was Sie zu dem Thema denken, vielleicht auch nochmal sich selbst als Person in den Kontext zu setzen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach von links nach rechts an. Ja, sehr gerne. Also tatsächlich bin ich heute exakt seit einem ganzen Jahr im Bundestag, sozusagen ein kleines Jubiläum, Ausschuss Bildung und Forschung, digitale Agenda. Ich bin aber zu Hause immer noch auch Kommunalpolitikerin in einem sehr ländlichen Landkreis, arbeite im Landesvorstand der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik und bin insofern ganz nah dran an der Gestaltung der Zukunft im sogenannten ländlichen Raum. Sogenannter ländlicher Raum, warum sage ich das? Die Baden-Württemberger leiden ganz offensichtlich unter einer interessanten Wahrnehmungsstörung, denn 80% von ihnen glauben, im ländlichen Raum zu leben. Die fühlen sich dabei aber sehr wohl und wollen sich auch von niemand reinreden lassen. Vor allem wollen sie sich von sogenannten Raumplanern nicht erzählen lassen. Sie lebten in einem Verdichtungsraum. Wer will da auch schon leben? Das klingt irgendwie ungemütlich. Insofern nehmen die Baden-Württemberger eine ähnlich breite Definition vor für ländliche Regionen, wie hier auch das vorgestellte Papier. Und das ist, glaube ich, auch ganz richtig so. Denn was verbindet diese Räume? Auf der einen Seite stehen die Wirkungen des demografischen Wandels, die man lange nicht hat sehen wollen dort. Die Wissenschaft und Politik diskutieren seit 15 Jahren drüber und man wollte nicht sehen, dass es auch wirklich kommt. Jetzt lässt sich es aber wirklich nicht mehr ignorieren. Auf der anderen Seite eben genau verbindet diese Räume, zumindest darf ich das für Baden-Württemberg so sagen, hier im geschützten Raum ein gewisses Beharrungsvermögen gegenüber dem gesellschaftlichen Wandel und auch den Bemühungen der Politik. Die weniger werdenden jungen Menschen gehen in zunehmendem Maße natürlich in die Städte. Das hat nicht nur mit den Universitäten zu tun, sondern eben auch mit diesem Beharrungsvermögen. Es hat schon immer Völkerwanderungen gegeben, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, dass der ländliche Raum aufwacht aus seinem Dornröschenschlaf und sich hübsch macht für die Zukunft. Was ist dafür notwendig und welche Chancen bieten moderne digitale Kommunikationsformen, Verwaltungsstrukturen, Zugangswege dazu, wie erfinden innovative Mobilitätskonzepte die flexible Wahl des Arbeitsorts, wie erfinden die den ländlichen Raum möglicherweise neu, was macht Digitalisierung da möglich, wie können schulische, außerschulische Bildungseinrichtungen die digitale Selbstständigkeit der Menschen weiterbringen und gleichzeitig den massiven Rückgang der Schülerzahlen, den wir zu verkraften haben, auch irgendwie verarbeiten. Wie können die Systeme für Gesundheit, die in ziemliche Unruhe, nahezu Unfinanzierbarkeit geraten sind, profitieren von der Digitalisierung, die Pflege, auch das Leben allgemein im Alter. Nicht unerheblich ist auch die Frage, wie die Digitalisierung die Wirtschaft erfasst. Die wirtschaftspolitische Diskussion darf aber nicht auf die
neue Revolution der Industrie reduziert werden, sondern die wirtschaftliche Stärke Deutschlands lag ja immer und liegt immer noch auch in der Dezentralität und bei den Wirtschaftsmächten von nebenan, dem Handwerk, Gastronomie, den kleinen und mittleren Unternehmen. Die haben aber, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden, was die Digitalisierung für sie bedeuten könnte. Bis es mal 14 Tage ausfällt, dieses Internet, wir hatten das neulich im Wahlkreis, da war dann doch ziemlich was los. Nicht zuletzt, wie kann die besondere Fähigkeit der ländlichen Räume die Menschen dort auch schätzen? Warum sie sagen, sie fühlen sich dort wohl, eigene, neue, eigentlich ganz alte zivilgesellschaftliche Konzepte für die Lösung struktureller Probleme entwickeln, durch die Digitalisierung dabei Unterstützung finden. Das Stichwort heißt Share Economy, aber im Eigentlichen, im Ursinn des Miteinanderteilens und des sich gegenseitig Unterstützens, des Füreinandersorgens. Über all das habe ich den Eindruck, hat man sich heute hier schon Gedanken gemacht. Ich war leider nicht da, ich war im Bundestag. Dafür bin ich aber erstmal sehr dankbar und freue mich jetzt aufs Gespräch. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn man in einer Parteizentrale spricht, muss man erstmal danken den Wählern. Nun gibt es da nicht mehr viele, deswegen möchte ich Ihnen danken. Möchte ich Ihnen danken für die Arbeit, die Sie geleistet haben in den letzten Wochen und Monaten, dieses Papier und diese gesamte Publikation verfügbar zu machen. Es ist ein außerordentlich spannendes Werk. Es ist wegweisend. Ich werde mit Freude dieses Papier, die Entwicklungen, die dort aufgezeichnet sind, auch weiter in die Fläche hineintragen, um eine Debatte damit auszulösen, weil Deutschland eben nicht nur aus größeren Städten besteht, sondern zu einem großen Teil auch aus Kleinstädten, aus Mittelstädten, aus Dörfern. Immerhin sind von den gut 11.000 Kommunen 75% vorhanden, die weniger als 5.000 Einwohner haben. Also wir sind ein sehr großes Flächenland. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Bräute schon, die auch hübsch sind im ländlichen Raum. Ich will gleich ein Beispiel nennen. Immerhin mehr als die Hälfte der Deutschen leben im ländlichen Raum. Mehr als die Hälfte der 3,5 Millionen Betriebe, die wir haben, sind im ländlichen Raum. Das heißt, die Wertschöpfung in Deutschland, das Bruttoinlandsprodukt, wird zu einem großen Teil im ländlichen Raum erwirtschaftet. Deswegen wird es natürlich ganz entscheidend sein, ob es uns gelingt, die Vorteile und Chancen der Digitalisierung auch in diese Region hineinzutragen. Das ist in der Tat existenziell für unsere Wirtschaft, für unsere Arbeitsplätze, für unsere Lebensqualität. Und deswegen dürfen wir nicht nur den Blick auf die Städte richten, sondern gerade im ländlichen Bereich, wo Shared Economy, aber auch viele Kollaborationsansätze uns hervorragende Möglichkeiten geben, Potenziale miteinander zu verbinden. Ich will ein Beispiel nennen aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis Peine, die Gemeinde Wendeburg, welche Wirkungen die Digitalisierung hat auch auf die örtlichen Betriebe. Dort gibt es einen 27-jährigen jungen Mann, der sich E-Entrepreneur nennt, von der Hochschule in Braunschweig kommt und in diesem Ort einen Blumenladen gegründet hat im Internet. Nun werden Sie sagen, das ist wirklich nichts Besonderes. Aber offenbar ist die Qualität und der Servicecharakter so gut, dass er in der Tat auf große Nachfrage in Deutschland auch darüber hinaus stößt. Die gesamte logistische Abwicklung erfolgt in der Nähe der holländischen Grenze. Das heißt also Logistik, Versand, all diese Dinge, Ausfüllung der Bestellung etc. wird dort organisiert. Aber er sitzt mit seinem Unternehmenssitz in dieser Stadt Wendeburg. Und der Bürgermeister sagt, das sei der stärkste Gewerbesteuerzahler in seiner Gemeinde. Ein E-Entrepreneur, ein wunderbares Beispiel. Aber wir wissen, wie fluide diese Entwicklung ist. Der kann morgen nach Thailand ziehen und nimmt sich seinen Laptop mit und das war es dann auch für die Gemeinde. Alles andere ist ja eh an der holländischen Grenze. Da stellt sich die Frage, warum bleibt der da und was müssen wir tun, um diese Unternehmen zu halten? Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die wichtig sind und die über die normale Wirtschaftsförderung, die sich um Flächen, um Steuererleichterungen kümmert, weit hinausgeht. Es geht um das Thema Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und zwar eine Verhaltensweise auch in den Behörden und in den Ämtern zu propagieren und umzusetzen. Die fängt mit dem Satz an, ja, es könnte gehen, wenn so ein junger Mann oder eine junge Frau zur Verwaltung kommt und sagt, ich will hier ein Unternehmen aufmachen, könnt ihr mir helfen? Die übliche standardisierte Auffassung ist, nein, gesetzlicher Rahmen ist der und der geht leider nicht. Das heißt, nur eine Umkehrung der Denkweise
bringt den Leuten ein völlig anderes Verständnis und eine Akzeptanz auch, wenn Dinge nicht funktionieren. Man kümmert sich darum, man will jemandem helfen. Und diese Wertschätzung ist das Entscheidende. Zweiter Punkt ist Diversity, Unterschiedlichkeiten zu nutzen, make different, bei der Zusammenarbeit, auch bei interkommunaler Zusammenarbeit, nicht nur die Effizienz und die Rendite in den Vordergrund zu stellen, sondern die Potenziale. Also durch Potenzialentdeckung und durch Potenzialzusammenführung unterschiedlichster Art neue Dinge entstehen zu lassen. Dieses zu forcieren, meiner Ansicht nach, ist ein neuer Ansatz, auch wo wir Kommunikation, Information einsetzen können, wo wir Ermöglichungsräume der Begegnung auch im Netz schaffen, um diese Potenzialentdeckung, denke ich, mit uns auf den Weg zu bringen. Und der dritte Faktor ist Mobilität, Erreichbarkeit. Gerade junge Unternehmen sind sehr mobil, sie wollen nicht nur auf einem Stuhl sitzen, sondern wollen sich bewegen im wirklichen Sinne des Wortes. Das heißt, die An- und Abfahrtszeiten über den öffentlichen Personennahverkehr, über Sharing-Modelle, all diese Dinge im K-Bereich sind wichtig und sollten auch dann zur Prosperität einer solchen Region beitragen. Das sind für mich also neue Elemente, die sich in einer anderen wirtschaftlichen Situation als zielführend herausstellen, solche Wege zu gehen und einfach in einem Miteinander, in einer stärkeren Dialogorientierung für Prosperität in der Region zu sorgen und dort auch diesen Switch in die Digitalisierung durch neue Geschäftsmodelle zu schaffen und damit einfach ganz konsequent auch Information und Kommunikation zu nutzen und die digitale Agenda ins Land zu tragen, um dort auch solche Dinge nach vorn zu treiben. Letzter Satz, ein Beispiel auch, was hoffentlich Schule macht. Wir werden uns da nochmal besonders engagieren. Die Stadt Arnsberg hat die digitale Agenda in ihr Intranet gesetzt, die Mitarbeiter aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie in der Stadt Arnsberg die digitale Agenda im Einzelnen umgesetzt werden kann. Ich überlege jetzt, ein Modul zu entwickeln, wo man das im Grunde genommen, die Agenda steht ja fest, als Kommunikationsteil anderen Städten ebenfalls verfügbar machen kann, damit sie da diesen Prozess des Dialoges, des Austausches auch auslösen kann. Insofern ein Start nach einem Wunsch an Sie, das mit auch aufzugreifen. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und diese Veranstaltung hier zeigt auch, dass wir gerade die Kraft der jungen Generation, der Engagierten, der Querdenker in unserem Land gut gebrauchen können und nutzen können. Vielen Dank. Dankeschön, Franz Reinhardt, Habbel. Sie haben gerade gesagt, wir müssen die Kraft der Engagierten nutzen. Und ich glaube, das ist genau das richtige Stichwort für Sie, Julia Kläuber. Vielleicht können Sie einfach ein bisschen berichten. Sehr gerne. Danke für die Einladung auch. Vielleicht kurz vorweg, ich arbeite für einen gemeinnützigen Verein, die Open Knowledge Foundation, und wir setzen uns seit Jahren für Themen rund um freies Wissen ein. Und seit Februar diesen Jahres arbeite ich an einem Projekt namens Code for Germany, wo es darum geht, eben genau dieses Wissen von Softwareentwicklern, Designern, die in Städten leben und die Interesse daran haben, diese Städte auch mit ihren Skills und Fähigkeiten zu verbessern, die besser in Verbindung mit Kommunalpolitik, mit Verwaltung zu bringen und so gemeinsam an neuen technologischen Lösungen zu arbeiten. Ganz konkret haben wir 13 Labs in ganz Deutschland, Labs, Labore, Experimentierräume, wo sich Leute in 13 Städten, momentan fokussieren wir uns auf Städte im ersten Jahr, wobei ich gleich auch noch erwähnen möchte, dass die Lösungen, die dort entwickelt werden, sich auch sehr gut in den ländlichen Bereich übersetzen lassen und wir das auch im nächsten Jahr als Fokus haben. Es gibt 13 Labs in Städten wie Berlin, Hamburg, Köln, aber auch kleinere Städte wie Heilbronn, in denen sich Softwareentwickler, Designer, Interessierte zweimal im Monat treffen und digitale Werkzeuge für ihre Städte, für ihre Kommunen entwickeln. Das muss man sich so vorstellen, die Entwickler durchforsten Datenportale, suchen nach relevanten Datensätzen und Informationen und dann auch Problemstellungen, die Städte gerade beschäftigen oder umtreiben und entwickeln dann eben aus diesen Daten und Informationen digitale Werkzeuge. Und zwar in Berlin zum Beispiel gab es im Zuge des Referendums rund ums Tempelhofer Feld eine schöne 3D-Visualisierung, die nochmal ganz klar gezeigt hat, worüber sprechen wir hier eigentlich, die auf Basis von Daten der Stadt erarbeitet hat, worüber stimmen wir ab. In Ulm gibt es auch ein ganz schönes Beispiel, wo sich lokale Entwickler angeguckt haben, wie stellt die Stadt Informationen bereit für Kita-Suchende. Da gibt es eine ganz lange Liste, die man durchscrollen kann, wenn man gerade auf der Suche nach einem Kita-Platz ist, wo einem angezeigt wird, wo sind Kita-Plätze verfügbar, und da dann
der ganz einfache Twist hin zu, okay, könnte man die Informationen nicht zeitgemäßer auf einer Karte darstellen, übersichtlicher, vielleicht auch mit einer Subscription-Funktion, einem Abo, wo man sich abonnieren kann, wo sind Plätze frei. In Berlin gibt es ein ganz schönes Projekt namens Bürger baut Stadt, das visualisiert Planfeststellungsverfahren der einzelnen Bezirke. Sprich, als Bürger kann man seinen Bezirk abonnieren und bekommt dann eine Notification, wenn Baumaßnahmen anstehen im eigenen Bezirk. Das sind Tools, kleine Tools, Prototypen, Ansätze, die von Entwicklern in ihrer Freizeit für ihre Städte gebaut werden. Und genau sowas, gerade wenn Kommunen knappe Haushalte haben, kann sehr spannend sein, sich da mal zusammenzusetzen mit Leuten, mit gut ausgebildeten Leuten aus der eigenen Kommune, sich zu überlegen, was sind Problemstellungen, was gibt es da vielleicht für neue technologische Ansätze, gemeinsam Prototypen zu erstellen, gemeinsam ein bisschen zu brainstormen und da neue Lösungen, neue Anwendungen zu entwickeln, die dann vielleicht übernommen werden von den Städten, von den Verwaltungen. Aber ich denke, da gibt es ganz viel Potenzial. Ich sehe das auch in meiner täglichen Arbeit. Wir werden angefragt von weiteren Leuten, die gerne Labs gründen möchten, sich mit der Politik und mit der Verwaltung in ihrer Stadt besser vernetzen möchten und mehr Werkzeuge bauen möchten für ihre Kommunen. Ganz herzlichen Dank. Fabian Nestmann, wir haben jetzt gerade gehört, dass viele Ideen gebrainstormt werden, Problemstellungen angegangen werden. Sie haben ja mit Uber durchaus einen ganz großen Bereich schon adressiert, nämlich den der Mobilität und des Transports. Ich freue mich über Ihr Statement. Dankeschön. Also ich halte fest, dass ich anscheinend im verdichteten Raum, aus dem verdichteten Raum herkomme, weil ich dachte, ich komme aus einem kleinen Kaff, aber das kleine Kaff ist größer als 75% der Käfer anscheinend, weil es ungefähr 12.000 Einwohner hatte und immer noch hat. Wie gesagt, ich arbeite bei Uber. Uber ist erstmal nichts anderes als eine Technologieplattform, die Bietende und Suchende zusammenführt, ganz konkret im Beförderungs- oder Transportbereich. Ursprünglich waren wir eine Plattform für die Stadt ausschließlich und auch dabei qualitativ hochwertigen Transportdienstleistungen relativ schnell. Auch im Zuge der Shared Economy hat sich ein weiteres Element und eine weitere Option auf dieser Plattform groß gemacht. Und das ist die Option des Ridesharings oder des Peer-to-Peer-Fahrens, wie auch immer man es nennen möchte. Der Hintergedanke da ist, dass eben jeder Einzelne, wenn er gewisse Kriterien erfüllt, andere organisiert und sicher mitnehmen kann und damit zu einer Verdichtung, um das Wort nochmal aufzugreifen, der Infrastruktur führen kann. Das klappt in Städten ganz gut, in Märkten, in denen wir schon länger dabei sind, das sind leider jetzt erst nur die USA, sehen wir, dass wir auch den ländlichen Raum gut erschließen können und durch alternative Verkehrskonzepte und weitere Optionen die individuelle Mobilität eines jeden ein bisschen verbessern können. Wir können tatsächlich schneller, günstiger, besser, ich sage jetzt mal plakativ, Sachen anbieten, die vorher der Staat allein aus Kostengründen auch nicht wirklich sinnvoll machen kann und konnte und auch ich als Steuerzahler da nicht wirklich Interesse dran habe. Das heißt, wir sind von der Smart City, die wir mit unterstützt haben oder die wir mit aufbauen, mit all anderen Optionen auch, so ein bisschen im Begriff auch uns auf Smart Country auszuweiten. All das basierend auf einer Digitalität, basierend auf einer Shared Economy, basierend auf einer Plattform. Jetzt sind Plattformen natürlich ein diskutiertes Thema. Die Plattformen ermöglichen es einem jeden, Sachen zur Verfügung zu stellen und die ermöglichen es vielen anderen, Sachen in Anspruch zu nehmen. Das braucht einen neuen Rahmen. Sehr gefreut hat mich dieses Konzept der Wertschöpfung durch Wertschätzung, das ist eine interessante Sache. Wenn nämlich digitale Neuerungen oder Innovationen allgemein zu einer Verbesserung führen können, dann ist das sicherlich sinnvoll, dass die erstmal gewertschätzt oder zumindest besprochen werden. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Sie schon darauf vorbereiten, dass ich Sie auf jeden Fall nachher mit einbinden möchte. Also sammeln Sie Ihre Fragen. In der Podiumsdiskussion würde ich jetzt gerne im Gespräch darauf eingehen, wie schaffen wir es denn, wir haben jetzt schon gehört, es liegen viele Potenziale auch im Smart Country, aber wie schaffen wir den Sprung in die Umsetzung und wo liegen eigentlich
die Hürden und was sind denn vielleicht schon Best-Practice-Beispiele, wobei wir hier eins ja schon ein Stück weit gehört haben. Franz-Rainer Habel, Sie sind im ständigen Austausch mit den unterschiedlichsten Bürgermeistern, mit den unterschiedlichsten Vertretern von Kommunen. Sie sind da sozusagen direkt mit an der Basis. Was ist denn der ganz große Hauptunterschied vielleicht am ländlichen Raum? Also warum funktionieren da vielleicht viele Dinge noch nicht? Und vielleicht gibt es aber auch Stärken, die der ländliche Raum hat, die man vielleicht jetzt durch die Digitalisierung noch stärker hervorheben könnte. Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, was sind die großen Herausforderungen, die sich für Smart Country stellen? Also die größte Herausforderung ist natürlich der demografische Wandel, Entschuldigung, die demografische Entwicklung, die vor uns liegt, wo die Zahlen sind bekannt, junge Menschen abwandern. Wie können wir diese jungen Menschen in der Region halten? Was für Infrastrukturen brauchen wir in den nächsten Jahren? Wie können wir diese Infrastrukturen vernetzen? Das sind sozusagen unsere Kernthemen. Und je kleiner die Örtlichkeit, der Ort, die Gemeinde, das Dorf ist, desto schwieriger ist diese ganze Vorgehensweise, auch wenn es sich um räumlich entzerrte Regionen handelt. Deswegen glaube ich, wird dieser Ansatz der Kooperation, der Zusammenarbeit eine ganz entscheidende Größe sein. Und ein Schlüssel, wenn Sie mich nochmal vor die Klammer fragen, was ist eigentlich der Schlüssel, um hier insgesamt einen Sprung in Deutschland zu machen? Ich glaube, der Schlüssel ist Open Data. Es ist ganz einfach. Es ist die Bereitstellung aller Informationen im öffentlichen Raum für Menschen, die sich engagieren, die Plattformen aufbauen, die diese Daten sozusagen für die verschiedensten Zwecke nutzen können. In dem Sinne, das ist auch ein neues Selbstbild von Selbstverwaltung, diese Daten zu nutzen, A, zum Selbstdenken, zum Selbsthandeln und zum Selbstorganisieren. Und in diesen drei Bereichen liegt eine enorme bürgerschaftliche Kraft an Engagement, Dinge selbst zu organisieren, untereinander. Auch zu einem Paradigmenwechsel zu kommen, dass nicht jede Institution auf 100 Jahre gefixt ist, sondern auch die sich verändern kann. Und dieses Grundpotenzial fängt so langsam an, gedanklich auch in den Köpfen der Bürgermeister sich zu entwickeln, weil wir viele strategische Köpfe auch unter ihnen haben, die natürlich durch Leitbildvorstellungen der nächsten Jahre ihre Potenziale in der Region identifizieren und gemeinsam mit den Bürgern die auch dann weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, dass eben neben Open Data und Open Government diese Grundmöglichkeit auch von Wissen, lokales Wissen mit globalem Wissen zu veredeln, zusammenzuführen. Das heißt also, das globale Wissen nicht dazu zu nutzen, uns jetzt hier vollsaugen zu müssen, sondern aus dieser Globalität das Wissen herauszuholen, was unsere endogenen Potenziale noch stärken kann, wo wir Spezifikas haben im Tourismus, in der Wertschöpfung, in der Unternehmenslandschaft. Dieses sozusagen damit zusammenzubringen, ist eine abenteuerliche Kraft. Und das erfordert natürlich auch ein anderes Management in der Verwaltung. Also klar, man kann jetzt sich auf der einen Seite in Rage reden, auf der anderen Seite kann man aber auch sehr skeptisch sein, dass das alles nicht läuft. Es ist ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Und letzter Satz dazu, um uns da auch ein bisschen zu beruhigen, dieser fundamentale Wandel damals aus der Zeit der Dunkelheit durch die Erfindung des Buchdrucks in die neue Gesellschaft hat 100 Jahre gedauert. Wir können doch nicht glauben, dass diese Digitalisierung in 3 Jahren bewältigt wird. Das ist ein längerer Prozess und deswegen bin ich da absolut hoffnungsfroh, dass er uns gelingen wird, auch wenn es manchmal schwer ist. Herzlichen Dank. Julia Klauber, wir haben ja ein Open Data Portal des Bundes. Wir haben verschiedene Open Data Portale in verschiedenen Städten und Ländern. Sie haben gesagt, Sie haben berichtet von Ihrem Projekt und dass es ganz viele findige Entwickler gibt. Da müsste das so eigentlich alles wunderbar jetzt aussehen. Können Sie das nicht alles lösen, alle Probleme, die wir im ländlichen Raum haben mit Ihren findigen Entwicklern? Oder welche Chancen gibt es, aber woran hapert es noch? Ja, es gibt tatsächlich einiges an offenen Daten mittlerweile. Einiges an in Hamburg jetzt zum Beispiel ganz neu ein Transparenzportal, wo proaktiv fast alles zur Verfügung gestellt wird. Und da wird auch nochmal spannend zu sehen, was wird da alles entwickelt, was entsteht da. Und das Schöne an diesen technischen Lösungen ist natürlich auch die Möglichkeit des, um den technischen Begriff zu verwenden, Redeployments. Das heißt, man nimmt sich eine Anwendung und befüllt sie mit Daten und setzt sie dann einfach für seine Kommune, für seine Stadt nochmals um. Also, dass man digitale Anwendungen auch wiederverwenden kann. Deutschland ist nicht das einzige Land, das vor den Herausforderungen steht. Das heißt, global kann man Anwendungen wiederverwerten für seine Städte. Tatsächlich ist es momentan so, erste Datensätze liegen vor. Das sind dann oft nicht die besonders spannenden Datensätze. Das heißt, es braucht da in dem nächsten Schritt, und das war auch ein Grund, warum wir Code for Germany begonnen haben, um eben
Als Open Knowledge Foundation haben wir jahrelang uns dafür eingesetzt, öffnet die Daten, dann waren erste Datensätze da und dann stand man irgendwie vor dem Problem, okay, jetzt passiert nichts mit diesen Daten. Die liegen jetzt in den Datenportalen und dieser nächste Schritt passiert einfach nicht. Deswegen mit Code for Germany der Schritt hinzu, Entwickler darauf aufmerksam machen, dass Daten vorliegen, aber in dem nächsten Schritt auch Datenbereitsteller mit Datennutzern zusammenzubringen. Da gibt es nämlich auch nochmal oft Schwierigkeiten, was so die Aufbereitung, technische Details bei den Daten angeht. Aber auch ganz konkret mit der Politik, mit der Verwaltung zu überlegen, was sind denn Problemstellungen, welche Daten wollt ihr denn, welche Daten braucht ihr? Und da ist, denke ich, noch ganz viel Handlungsbedarf, einfach mal diese Kommunikation herzustellen und dann Kollaborationen anzuregen. Und Government as a Platform, ich hätte es nicht besser ausdrücken können als Herr Hubble, aber dieses Konzept gibt es seit 2010. Da hatte, glaube ich, Tim O'Reilly das erste Mal erwähnt und gesagt, okay, Governments, ihr wollt doch nicht, und er verwendet da den Begriff Vending Machine, ihr wollt doch nicht die Verkaufsmaschine sein, die hunderte von Anwendungen für jede Zielgruppe produziert, mit euren knappen Budgets. Eigentlich wollt ihr eine Plattform sein. Eigentlich wollt ihr eine Plattform sein, wo andere andocken können, wo Startups andocken können mit ihren Dienstleistungen, wo nochmal neue Dienstleistungen entstehen können auf Basis von offenen Daten. Und da auch wiederum das Argument Wirtschaftsförderung, wenn dann wiederum neue Dienstleistungen entstehen, hat das ja auch nochmal einen, darüber hinaus einen Mehrwert für die Kommune und für die Stadt. Ich sehe schon, Herr Hubble, er will mir das Mikro aus der Hand. Nur, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, findige Entwickler können Beitrag leisten, Lösungen zu entwickeln, Lücken zu füllen im ländlichen Raum, aber man braucht mehr Daten, das heißt, es muss schon ein Zusammenspiel mit der öffentlichen Hand geben. Genau, man braucht diese Kommunikation zwischen den Datenbereitstellern und den Nutzern und dann auch darüber hinaus nochmal zu überlegen, was gibt es für Problemstellungen und welche kreativen Lösungen kann man vielleicht gemeinsam entwickeln, indem man unterschiedliche Expertisen an einen Tisch zusammenbringt. Ein Satz dazu. Ich hörte gerade einen Satz von Ihnen, welche Daten braucht ihr denn? Der Satz ist falsch. Es geht nicht darum, dass wir sagen, welche Daten gebraucht werden, sondern dass andere, die damit arbeiten wollen, uns Daten abfordern, beziehungsweise wir alle Daten öffentlich machen. Weil dieses Denken ist ein Denken in vorhandenen Strukturen, die sich möglicherweise völlig anders darstellen, wenn ich offen an die Dinge rangehe, ganz andere Geschäftsideen habe. Beispiel aus Großbritannien, leider habe ich die URL vergessen, aber ich kann sie nochmal herausarbeiten. Da wurde Folgendes gemacht, da hat man die Krankenhäuser verglichen, und zwar die Sterberaten in den Krankenhäusern. Wo wird am meisten gestorben in England? Schockwirkung im Grunde genommen. Schockwirkung. Wie hat man das gemacht? Man hat die Eingangsdaten, wenn man aufgenommen wurde, mit den Ausgangsdaten, wenn man entlassen wurde, in eine Verbindung gebracht. Da stellte sich heraus, große Unterschiede in den Krankenhäusern, eine riesen Debatte in der Zeitung, in den Medien, in England, in diesem Krankenhaus, da darfst du nicht reingehen, da kommst du wieder nur im Sarg raus. Irgendwo. Das hat dazu geführt, dass innerhalb der Krankenhäuser auch ein Prozess sofort begann, die Ursachen zu suchen, und in einigen sind die Zahlen signifikant gestiegen, derjenigen, die wieder irgendwo lebend aus dem Krankenhaus herauskamen. Das mag jetzt ein Beispiel sein, aber keine Behörde, keine Institution käme jemals auf die Idee, so eine brutale Vorgehensweise an den Tag zu legen. Sie ist aber gemacht worden aus der Zivilgesellschaft, und ich denke, es war eine sehr interessante Erfahrung, die auch in anderen Bereichen vielleicht auch Schule machen könnte. Dann. Also Forderung von Herrn Hubble, alle Daten öffnen. Alle Daten öffnen. Ein Bedarf decken ist ja auch der Bedarf, wie komme ich von A nach B. Jetzt ist Uber in vielen deutschen Städten ja durchaus schon mal aktiv gewesen. Im ländlichen Bereich sind sie, glaube ich, in Deutschland noch weniger aktiv. Aber ich glaube, Sie haben Erfahrungen im Pendlerbereich in San Francisco. Vielleicht können Sie da ein bisschen berichten. Welche Lücke konnten Sie da füllen? Sehen Sie da Potenziale, das in Deutschland auch anzugehen? Und wo lagen da vielleicht aber auch die Herausforderungen? Wo sagen Sie, ja, da ist es für uns natürlich als Wirtschaftsunternehmen auch die Frage, gehen wir in den ländlichen Raum? Ab wann rentiert sich das? Danke. Vielleicht fange ich mit dem letzten Punkt gleich an. Ich hatte im letzten Gespräch mit jemandem aus Schleswig-Holstein, der auf irgendwie sein Lieblingsparadebeispiel war eine Stadt, dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Aber das war die alte 80-jährige Omi in Kaff in Schleswig-Holstein. Und dann wollte er sehen, wie kann denn Uber da eine Lösung bringen. Ist tatsächlich echt schwer. Also wird einfach nicht wirklich möglich sein. Was möglich ist und was wir in San Francisco, was Sie gerade angesprochen haben oder was du gerade angesprochen hast, was wir da gemacht haben, ist eine Lösung, die wir Uber Pool nennen, wo wir zusätzlich zu der Transportleistung, die man über die App auf Abruf
anfordern kann, weil heutzutage einfach vieles so ist, dass man wenig planen möchte im Voraus. Also ich bin ganz schlecht im Vorausplan. Dass wir Anfragen kombinieren und so auf dem kleinsten Nenner, also in einem Auto, sowas wie einen Bus quasi organisieren. Also Nutzer A wird mit Nutzer B verbandelt. Wir wissen, wo will Nutzer A hin, wir wissen, wo will Nutzer B hin. Und wenn das irgendwie auf dem Weg liegt, dann schaltet die Plattform die beiden zusammen. Der Fahrer holt erst A ab, dann B, setzt A ab und dann B. Hat den Vorteil, dass nur ein Auto gebraucht wird. Den Vorteil, dass die Fahrt günstiger wird, weil die Leute sich das teilen können. Und für den Fahrer den Vorteil, dass die Fahrt mehr bringt, weil natürlich die Fahrt länger ist. Also das ist ein interessantes Konzept. Das setzt eine gewisse Dichte an Fahrern voraus. Aber das kann ich mir sicherlich vorstellen in Bereichen, wo genügend Autos sind. Und ich bin persönlich ein großer Fan von dem Konzept, dass man im ländlichen Raum eben durch eine, fällt jetzt kein gutes Wort ein, Empowerment, aber dass man Leuten erlaubt, was anzubieten in einem Rahmen, weil wir wissen, wir sind in Deutschland und da brauchen wir einen Rahmen, und das ist nicht ironisch gemeint, aber dass wir Leuten erlauben, was anzubieten und damit dafür zu sorgen, dass die Verantwortung der Infrastruktur ein bisschen von der Gemeinde oder von der Politik weggenommen wird und in die Hand des Einzelnen gelegt wird. Und das ist ein sehr interessantes Konzept, meiner Meinung nach. Ganz herzlichen Dank. Das heißt, hier wird eigentlich findet eine Verlagerung der Dienstleistung auf andere Personen statt als den Staat. Ein Bereich, der aber, glaube ich, auch was viele wollen, dass er beim Staat liegt, ist das ganze Thema Bildung, was ja durchaus im ländlichen Raum, Herr Habel, Sie haben den demografischen Wandel angesprochen, eine Herausforderung ist, wenn der Weg zur Schule immer länger wird. Was kommen denn da eigentlich an Herausforderungen auf uns zu und bietet da nicht die Digitalisierung auch Chancen oder welche Herausforderungen haben wir da? Vielleicht Frau Esken, vielleicht können Sie da ein bisschen berichten. Beides Chancen und Herausforderungen. Ich habe vorher von ganz großartigen Chancen durch Open Data gehört und wir müssen uns aber doch klar machen, dass wir Menschen ja auch befähigen müssen, dazu damit umzugehen. Nicht nur die wenigen, die mitarbeiten bei Code for Germany, sondern es müsste schon auch, der Nutzer muss auch in den öffentlichen Verwaltungen muss fit gemacht werden. Und das ist eine große Aufgabe für unsere Schulen, denn im Moment stellen sie sich dieser Aufgabe, muss man ehrlich sagen, noch gar nicht. Wir befinden uns noch nicht im Zeitalter von Bring Your Own Device, sondern wir machen noch Don't Bring Your Device, also Handyverbot an Schulen. Ziemlich gefährlicher Ansatz meiner Auffassung nach. Und wie machen wir Schulen jetzt fit, eben damit umzugehen, Schüler, auch Weiterbildungseinrichtungen, Menschen dazu zu befähigen, kompetent und selbstständig sich in einer digitalisierten Welt zu bewegen, nicht nur als Arbeitskräfte, sondern auch als politische Bürger und als Verwaltungsnutzer eben kompetent umgehen zu können. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir zuallererst Lehrkräfte fit machen, Lehrkräften auch die Angst nehmen vor dem Umgang mit digitalen Medien, auch ihnen deutlich machen, dass da ein großer Fortschritt für ihre eigene Arbeit, für die Qualität ihrer eigenen Arbeit liegt. Denn im Moment reagieren sie, als wäre es die 10. Überhöhung ihrer Aufgabe, die sie nicht auch noch bewältigen können. Das ist tatsächlich nicht meiner Auffassung nicht der Fall, sondern der Anspruch, den Lehrkräfte ganz sicher eigentlich an ihre Profession haben, nämlich den Schülern möglichst jedem Einzelnen perfekt gerecht zu werden, der ließe sich durch digitale Medien, den Umgang, Lernen mit digitalen Medien wesentlich besser bewältigen. Also Öffnen der Schulen, auch da eine Open-Bewegung, die Schulen zu öffnen für die Digitalisierung, ist eine große Herausforderung und eine große Chance sind vernetzte Bildungssysteme, weil wir sehr gerne, insbesondere für die Primarbildung, frühkindliche Bildung, natürlich Standorte vor Ort, kurze Wege erhalten wollen. Aber die pädagogische Qualität ist in sehr kleinen Bildungseinrichtungen, die Zwergschulen von früher mal, nicht gut gegeben, weil die Lehrkräfte eben womöglich ganz allein auf weiter Flur arbeiten. Es muss nicht sein, weil eben die Vernetzung natürlich auch auf anderem Wege möglich ist, als die zusammenzuführen in großen Einrichtungen, die Kinder mit dem Bus durch die Gegend zu karren. Ich denke, da liegen wirklich großartige Chancen, aber da ist noch viel zu tun.
Vielleicht sind da ja auch so Konzepte der alternativen Buslinien zukünftig für den Schulbereich mit spannend. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde des CoLabs, ich bin mir sicher, dass Ihnen und euch Fragen auf der Seele brennen. Und ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Gibt es Fragen? Haben wir ein Saalmikrofon? Sonst komme ich dahin. Ich eile. Ja, mein Name ist... ist an, okay. Mein Name ist Günther Tauer von der Firma TBS. Ich habe, ich will das mal in sogenannten analogen Hashtags formulieren. Der erste Hashtag wäre der erste Hashtag ist Land, beziehungsweise was heißt Smart Country? Weil ich bin ein bisschen verwirrt. Herr Habel erwähnte, dass 50% der Wertschöpfung in ländlichen Regionen erfolgt, in der Bundesrepublik. Frau Eskens erwähnt, dass im Land der Schwaben und der Gelbfüßler 80% sich städtisch fühlen und als Städter fühlen. Als ländliche fühlen, ja. Und ich weiß nur, ich bin kein Städteplaner, aber ich weiß, nach meinen Informationen wird der Urbanitätsgrad in Deutschland auf etwa 70% geschätzt. Das heißt, das wäre schon am Anfang in der Diskussion dieses Thema Demografie ist im Grunde genommen überhaupt gar nicht, also meines Erachtens nicht angesprochen worden, weil ich beziehe mich jetzt einfach auch mal auf die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Und da haben wir eine ganz andere Situation als in Baden-Württemberg. Und wir haben auch eine andere Situation und Thüringen-Bereichen ist ähnlich. Also wir haben das Eichsfeld, wo wir das so. Und jetzt frage ich mich, wenn wir hier eine korrekte Definition, wenn wir eine Strategie einschlagen wollen, müssten wir an sich erstmal klären, was heißt Land für uns? So, der nächste Hashtag ist einfach netzaffin. Wenn wir wissen, ja, die Frage kommt. Die Frage kommt, das heißt, wenn wir wissen, dass wir einen Braindrain beziehungsweise einen Youthdrain in die Städte haben, dann haben wir in den ländlichen Regionen nur Leute, die, ich sag mal, 60 plus sind. Wie wollen wir die sogenannten nicht netzaffin ans Netz anschließen? Gut, das heißt, wir haben zwei Fragen. Das eine war das Thema, wie definiert sich eigentlich ländlicher Raum? Und das andere ist, wie kriegen wir die 60-Plusler mit heran? Wer möchte hier etwas zu sagen? Herr Habel vielleicht? Wenn ich schon so angeschaut werde, werde ich das natürlich machen irgendwo. Also ich glaube, es ist keine Frage der Definition, ob so viel Prozent oder jene Prozentzahl. Es ist unterschiedlich in Deutschland, das ist völlig richtig. Wir haben andere topografische Lagen zwischen West und Ost und Nord und Süd. Deswegen würde ich gar nicht mich jetzt jahrelang mit Definitionsfragen beschäftigen oder was ist smart? Das ist letztlich auch so ein Begriff, den man so oder so ausrichten kann. Den kann man nicht mathematisieren und sagen, dann bin ich smart. Vor allen Dingen, wenn ich einen Ratsbeschluss mache, ab morgen bin ich Smart City. Das ist alles abenteuerlich. Es ist eine Lebensweise, wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, wie wir Effizienz in den Vordergrund stellen. Vor allen Dingen, wie wir unsere Politiken untereinander in den entscheidenden Themen vernetzen miteinander. Also Mobilität, Gesundheit, die Interdependenzen dieser Ebenen miteinander verbinden. Sozusagen eine Philosophie auch der Beteiligung, sozusagen ein Aufbruch, eine Erneuerung, eine Mitwirkung. Das ist alles unter Smart zu verstehen, bis hin zum Begriff Smart People, der auch so eine Aufgabe für sich selber sieht, sich einzubringen beispielsweise. Deswegen sollten wir uns gar nicht mit Definitionen aufhalten, sondern sollten unser Bild von einer Kommune, einer lebensfähigen Kommune, einer Region im weitesten Sinne, eines Landes, auch uns erarbeiten. Das kann durchaus unterschiedlich sein, weil die Voraussetzungen halt auch eben in Baden-Württemberg anders sind als in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich mich tagelang mit Definitionsfragen aufhalte, dann vergesse ich einfach Lösungen, glaube ich. Und es geht hier um Lösungen, die den Menschen nach vorne bringen, die den Nutzen stiften und die gemeinsam mit Bürgern erarbeitet werden. Ich würde mich gar nicht mit Definitionsfragen da lange beschäftigen. Sehr gerne, Saskia Esken, wenn Sie etwas sagen können zum Thema 60 plus. 60 plus, sehr gerne. Wir wissen alle, die hier sitzen, also wenn meine Mutter nicht alleine ins Internet findet, dann sind ihr meine Kinder behilflich. Und deswegen ist Bildung insbesondere für der Schüler der richtige Weg. Wir müssen die Schüler fit machen, die jungen Menschen fit machen, die im Moment als die berühmte Diskussion um die Digital Natives vielleicht doch naiv sind und viel wischen und viel konsumieren können, aber vielleicht nicht ganz vertieft, wirklich auch kompetent mit den Geräten umgehen, mit den Medien umgehen. Und wenn wir die fit gemacht haben, dann haben wir die mittlere und die ältere Generation auch mit dabei.
Ich kann vielleicht ein bisschen aus jetzt mit dem anderen Hut der Initiative D21 berichten. Wir haben ja einige Studien, wo wir die Bevölkerung immer befragen. Und es ist in der Tat so, dass der Digitalisierungsgrad im ländlichen Raum geringer ist, als er in den Städten ist. Und auch bei Älteren ist er geringer, als er bei Jüngeren ist. Deswegen würde mich nochmal vielleicht interessieren, ob Sie so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern können, Herr Nessmann. Stellen Sie das denn bei Ihren Nutzern? Ich weiß nicht, ob Sie da auch die Altersstruktur so ein bisschen im Blick haben, aber können Sie da sagen, ja, es ist durchaus ein Service, der erstmal nur von Jüngeren genutzt wird, oder ja, wir haben ein Problem, weil vielleicht die Smartphone-Durchdringung in bestimmten Bereichen oder Altersgruppen nicht so ist. Gibt es da Erfahrungen? Jein, bedingt. Also das Alter ist kein Punkt, das wir erheben, weil wir es nicht brauchen. Also das Smartphone ist schon der begrenzende Faktor, würde ich sagen, und dann die Affinität auch und irgendwo auch ein Vertrauen in Technologie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Vertrauen in Technologie hat, dann ist das alles kein Problem. Wenn man weniger Vertrauen in Technologie hat, dann ist das ein durchaus großes Problem tatsächlich. Das heißt, für Sie ist schon durchaus wichtig, dass sich die deutsche Bevölkerung in Richtung einer offenen, einer technologieneuen Entwicklung gegenüber offenen Gesellschaftsentwicklung entwickelt für Sie als Unternehmen. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe gleich zwei. Wir haben jetzt auch ein Saalmikro. Wir haben einmal Frau Wulff und dann habe ich hinten rechts noch eine Meldung gesehen. Ich bin Marianne Wulff vom CoLab. Mir fällt gerade auf, dass wenn wir über ländlichen Raum reden, das eigentlich ein bisschen zu einfach ist. Mal abgesehen davon, dass ich das Projekt toll finde. Wir haben ja kleine Gemeinden, die absolut intakt sind. Und wir haben kleine Gemeinden, kleine Städte, die durch Abwanderung extrem leiden. Diejenigen, die intakt sind, die haben ja wenig Problemdruck in Richtung digitale Lösungen, um die Probleme zu bewältigen. Da funktionieren ja viele Dinge noch im direkten Miteinander. Da brauche ich kein Uber, sondern da fährt mich der Nachbar zum Arzt oder zum Supermarkt. Und all diese feinen Dinge, die diejenigen von uns, die entweder auf dem Lande leben oder da schon mal gelebt haben, bestens kennen. Diejenigen, die schon halb leer sind, die haben ja einen extremen Problemdruck. Bei denen nehme ich eher die Haltung wahr, ich kann sowieso nichts tun. Ich gebe auf. Worauf ich hinaus will, brauchen wir nicht unterschiedliche Vermarktungsstrategien für unsere wunderbaren Handlungsempfehlungen und Ideen, um denen, die heute noch super funktionieren, nahezulegen, und du kannst das alles noch viel besser machen, du Gemeinde, du Politik, du Bürger, und für die anderen, lass nicht die Ohren hängen, sondern es gibt Möglichkeiten, hier wieder mehr Leben in die Bude zu bringen. Frage an alle. Wer möchte? Okay. Ja, wir haben tatsächlich in meinem kleinen Ort, glaube ich, schon noch die Wahrnehmung, dass die Welt in Ordnung ist, und so grob drüber geguckt, und am Ende ist es eben so, dass doch sehr viele ihre Nachbarn nicht mehr so ganz genau kennen. Wenn man genau hinguckt, ja, sind die Leute doch sehr vereinsamt und alleine. Und wir haben ein ehrenamtlich gefahrenes, aber von der Stadt gekauftes Bürgerrufauto eingerichtet. Im Moment noch sehr analog. Die Leute müssen einen Tag vorher anrufen. Dann gibt es jemanden, der da eine Serialisierung dieser Fahrten vornimmt mit viel Arbeit. Und das macht die Sache erstens sehr unflexibel und zweitens natürlich sehr teuer, weil diese Arbeitskraft im Prinzip mehr oder weniger den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Anrufe entgegenzunehmen und Fahrten einzupflegen in dieses Fahrtenbuch. Und das wird irgendwann nicht mehr so funktionieren. Und da stelle ich mir einfach vor, dass am einen Ende die Organisation digitalisiert ist, am anderen Ende natürlich auch der Nutzer entsprechend zugreifen kann und dass es dann anders funktioniert. Ehrenamtlich ist es nachher immer noch. Denn die Fahrer werden wir auch weiterhin nicht finanzieren können. Aber es ist ein gutes System, um eben zu überbrücken, was da nicht mehr ganz so vorhanden ist an sozialen Strukturen. Frau Kläuber.
Genau, ich finde ja da auch spannend, sich nochmal Daten anzugucken und zu überlegen, zu analysieren, warum fühlen sich denn Leute in der einen Kommune besser als in der anderen? Ist der Rettungsweg, ist die Rettung vielleicht einfach schneller am Einsatzort als in der anderen Kommune? Also was sind denn so Faktoren, die man erheben kann? Wie sieht der Breitbandausbau aus? Was sind Informationen, wo man Städten vielleicht auch nochmal helfen kann in der Aufbereitung, um Korrelationen zu sehen, um zu sehen, wovon hängt denn das Wellbeing, das gute Gefühl ab? Welche Korrelationen gibt es da? Welche Datenbasis? Was ist ausschlaggebend dafür vielleicht auch? Und da dann auch vielleicht wieder der Aspekt Marketing. Wenn ich in der einen Stadt, wenn die Rettung 5 Sekunden braucht, wenn die Rettung in der einen Stadt 5 Minuten braucht, in der anderen 15, dann ist es vielleicht auch schon wieder ein interessanter Aspekt, den man beleuchten könnte als Stadt und der es attraktiver macht, für auch ältere Leute da wohnen zu bleiben beispielsweise. Auch nochmal ein interessanter Aspekt. Herr Swart, ich glaube, wir haben noch so eine Viertelstunde, ist das korrekt? 10 Minuten? 10 Minuten. Ich habe jetzt nämlich noch 3 Wortmeldungen auf jeden Fall gesehen. Einmal haben wir hier hinten eine, dann habe ich Herrn Kaczorowski und Herrn Ahren. Vielleicht sammeln wir die 3 Fragen und können die dann nämlich nochmal ins Panel gesamt reingeben. Vielleicht schließt meine Frage da ganz gut an. Ich würde noch mal ein bisschen gerne was zu dem Projekt Code for Germany hören, was ich sehr spannend finde. Und ich frage mich, wie autonom funktionieren diese Labs in den Städten oder wie eng sind die verzahnt tatsächlich mit der Kommune oder den Gemeinden? Und wäre das nicht tatsächlich eine Lösungsmöglichkeit? Also bräuchten nicht diese leergefegten Kommunen alle ein kleines Innovationslab? Also wäre das nicht eine Option in einer engen Verzahnung zwischen lokaler Politik und solchen Experimentierräumen tatsächlich nachhaltige Lösungen zu finden, die genau auch für die jeweilige Kommune zugeschnitten sind, weil sie auch dort entwickelt und wurden und umgesetzt werden. Danke. Sammel ich mal, Herr Kaczorowski, das Mikrofon kommt. Hier vorne, erste Reihe. Wir waren uns vorhin einig gewesen, dass Breitband eine zentrale Forderung ist. Und jetzt, damit es nicht zu gemütlich wird und wir uns alle einig sind, doch mal die Frage an die Politik. Sie haben in der digitalen Agenda festgeschrieben, dass bis zum Jahre 2080 50 Megabit. 2018, ja? Ja, aber genau der Punkt. Also 2080 wäre genauso richtig gewesen, weil eigentlich ist die Forderung im Jahre 2004 ungefähr bei 50 Megabit zu landen. Die Frage an die Politik: Muss der ländliche Raum nicht eine andere Politik fahren? Sind 50 Megabit, wenn ich an Videokonferenzen, an Telemonitoring denke, an Health Presence denke, an die andere Aufnahme von Echtzeitdaten und so weiter, nicht zu wenig? Und kann ich das wirklich den Telekommunikationskonzernen überlassen, Standortpolitik, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für den ländlichen Raum herzustellen? Oder ist da die Politik nicht stärker gefordert und muss auch Geld in die Hand nehmen, weil letztlich Breitband eine soziale Infrastruktur des 21. Jahrhunderts ist? Herzlichen Dank, Herr Kaczorowski. Die Frage ist, ob wir da eine Chance verpasst haben. Das wird Frau Esken sicher gleich beantworten. Herr Ahren, die Frage? Wenn ich mir die digitale Agenda anschaue, dann stellt sich die Frage, ob wir zukünftig so eine Geschäftsmodelle, wie sie Uber, wie Herr Nestmann sie vertritt, damit erfassen können. Oder brauchen wir nicht irgendwie so eine Art Organ, eine Institution, die sich mit zukünftigen Geschäftsmodellen, die unsere Gesellschaft betreffen, ja, auseinandersetzt, konfrontiert. Das heißt, gibt es nicht irgendwie so einen Vordenker? Herr Habel, Sie sind im IT-Planungsrat, verfassungsrechtlich über Staatsvertrag verankert. Frau Esken, Sie im Ausschuss Digitale Agenda. Muss es nicht irgendeine Institution geben, die zukünftige oder die vordenkt, wie unsere digitale Gesellschaft in 10, 15 oder 20 Jahren aussieht und wie solche Probleme im Vorhinein regulatorisch dann auch zu behandeln sind? Ich sehe das Thema im Gesundheitswesen ganz wesentlich, diese ganzen Wearables etc., die jetzt auf uns zukommen. Unser Gesundheitssystem ist komplett restriktiv. Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin. Jetzt ganz anderer Umgang mit Daten. Aber da ist, glaube ich, nach Uber so das nächste Problem: Wie gehen wir mit diesen Daten dann um? Und auf den Verkehr bezogen, wenn ich die Mautdaten so intelligent zukünftig steuern kann, dass nirgendwo mehr ein Stau ist, dann haben wir neue Modelle, über die wir nachdenken müssen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, dass wir bei der zukünftigen Debatte und Diskussion über die digitale Agenda nicht außer Acht lassen, dass wir irgendwie eine Institution brauchen, die so eine Vordenkerrolle einnimmt. Gut,
Dann haben wir jetzt drei Fragen. Die erste Frage ging an Frau Kläuber und zwar die Frage, welche Rolle spielen die Labs und wie ist die Verzahnung mit der lokalen Verwaltung vor Ort? Genau, also das ist absolut gute, richtige Frage. Es geht natürlich nicht darum, dass die Labs im luftleeren Raum agieren, sondern dass man die möglichst gut connected mit der Verwaltung vor Ort, mit der Politik und dann gemeinsam Probleme behandelt. Man sieht es, dieser Trend zu City Labs, man sieht es im Ausland ganz stark. Mexico City hat ein City Lab, Buenos Aires, Boston, wo man erkannt hat, okay, dieses Experimentierfeld, in dem man Daten analysiert, neue Entwicklungen erforscht, ist ganz wichtig, kann sehr spannende Auswüchse haben für die Verwaltung, neue Anregungen, Impulse geben. Und momentan in diesem Jahr sind die Labs gestartet, haben sich mal erste Daten hergenommen, die vorhanden waren in den Katalogen, haben daraus Prototypen, Visualisierungen erstellt und im nächsten Jahr ist der Fokus für die Labs in Deutschland ganz klar Fokus auf echte Probleme. Welche Vereine gibt es in eurem Umfeld? Woran ist eure Stadt gerade dran? Welche Probleme hat man vielleicht nicht geschafft zu lösen in den letzten Jahren und was gibt es da nochmal für Ansätze? Und man sieht es auch in Washington, das Weiße Haus hat Innovation Fellows, wo man sich einfach die smartesten Leute aus der Tech-Szene für ein Jahr direkt ins Haus holt, mit denen zusammenarbeitet. Die ziehen dann irgendwann mal weiter, aber so dieses Potenzial, das es da gibt, einfach stärker einzubinden und zu nutzen, ist, denke ich, total spannend und wichtig und wird nächstes Jahr einer unserer Schwerpunkte sein. Dankeschön. Frau Esken, sind wir mit der digitalen Agenda zu kurz gesprungen im Thema Breitbandausbau? Zu kurz und zu weit gleichzeitig für richtig. Es gibt ja durchaus Bereiche, wo man noch froh wäre, man hätte 2 Mbit, ja, und nicht nur 1. Insofern glaube ich, die 50 Mbit sind einerseits ein herausforderndes Ziel und andererseits natürlich durchaus eins, das man in Frage stellen kann, ob das eigentlich überhaupt genügt. Aber Sie sprechen mir aus der Seele, wenn Sie davon sprechen, es sei eigentlich doch Daseinsvorsorge und eigentlich hätten wir gerne einen Universaldienst in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Das ist uns nicht gelungen. Das ist schade. Vieles andere hat geklappt, das hat eben nicht geklappt. Und insofern müssen wir jetzt gemeinsam dieses Ziel so angehen, wie wir es eben auch gemeinsam vereinbaren konnten. Mit diesem wettbewerblichen Ansatz, mit dem Technologiemix, der an den Finanzierungsmöglichkeiten eben auch orientiert ist, eben nicht die Glasfaser bis zu jedem Bauernhof legen zu können. Andererseits gibt es natürlich entsprechende Synergieeffekte auch zu heben bei anderen Baumaßnahmen, wo es im Moment wirklich noch entweder nicht dran gedacht wird oder zu kompliziert ist, überhaupt die Genehmigung zu bekommen, dass man nebenbei noch ein Lehrer reinlegt in den Graben, den 80% der Ausbaukosten, die da immer mit mehr zweistelligen Milliardenbeträgen kalkuliert werden, sind ja im Tiefbau zu sehen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, finde ich, dass wir deutlich machen, nachdem jetzt der Breitbandatlas und dieses Kursbuch ja auch besprochen wurde, dass wir deutlich machen, dass kein, jedenfalls in meinen Augen, kein Finanzierungsmodell sein kann, dass wir Spezialdienste zulassen, damit eben der Breitbandausbau finanziert werden kann. Die digitale Spaltung im Land zu überwinden, indem wir die digitale Spaltung aufmachen, das ist ein Widerspruch in sich. Vielleicht die eine Frage und die andere Frage, ich muss der Versuchung widerstehen, jetzt den ganz breiten Bauchladen nochmal aufzumachen, Herr Arndt, aber wäre vielleicht eine schöne Idee für dieses Vordenker-Forum, das man sich vorstellt, die lokale Agenda 21, die ein sehr gutes Forum war, in die digitale Agenda 21 zu überführen und eben auch in den Dörfern und Städten, wo lokale Agenda ja stattgefunden hat, neue Diskurse aufzumachen. Herr Habbel, da können Sie bestimmt auch etwas sagen. Ja, der Herr Arndt, der liefert mir immer tolle Steilvorlagen, die ich gerne aufgreife. Ich glaube, typisch deutsch, wir brauchen wieder Vordenker. Das sehe ich anders. Ich glaube, wir sind die Denker im Grunde genommen. Wir Bürger, die Daseinsbewältigungskompetenz der Bürger ist das große Asset, was wir haben, wo wir uns im Grunde genommen mit auch auf den Markt begeben sollen. Deswegen glaube ich auch noch weiter zu gehen und danke Uber für die Ideen. Wir sind Uber
eigentlich. Wir Bürger, nicht er mit seinem Unternehmen. Also, jetzt schocke ich ihn gerade mal. Das ist der Einstieg in eine Peer-to-Peer-Economy der Gesellschaft untereinander mit den Dimensionen, die da in den nächsten Jahren aufgegriffen werden. Insofern geben Sie uns da eine ganz interessante Philosophie und auch eine Technologie mit auf den Weg, die wir da natürlich weiter nochmal nutzen werden. Die Frage ist, ob das nicht auch ein öffentliches Gut nachher werden könnte, solche Plattformen. Vor der Frage stehen wir natürlich irgendwo. Deswegen glaube ich, ist das das entscheidende Wort ist, wir sollten mehr Vernetzung wagen. Wir sollten mehr Vernetzung wagen, nicht nur in Fragen der Digitalität, sondern generell im Leben der Menschen, der Institutionen, der Bürger untereinander, mit Institutionen, mit Gemeinden, mit Bund, mit Ländern und so weiter und so fort. Da liegen, glaube ich, die Potenziale. Und ein letzter Satz zu Frau Marianne Wulff. Höckes Wagen wird niemals New York werden. Das heißt also, auch hier so warne ich vor Konservierung der deutschen Situation. Jede Stadt und jedes Dorf hat eine Ewigkeitsgarantie. Im Leben 500 Jahre vor, 500 Jahre zurückgerechnet, die Dinge verändern sich irgendwo. Das heißt, wie können wir solche Veränderungen sozial gestalten und wie können wir sie abfedern, damit Menschen, wenn sie sich verändern müssen und auch möglicherweise Räume aufgeben, eben nicht in eine existenzielle Krise geraten, sondern ihre Lebenssituation mit ihren Kindern und ihren Eltern irgendwie bewältigen können unter sozialen Gesichtspunkten. Diese Abfederungsphilosophie ist da entscheidend. Aber konservieren, dass alles überall gleich bleibt immer, ist schwierig. Ob der Zeit würde ich gerne noch eine Abschlussfrage an alle von Sie stellen und zwar Ihnen die Möglichkeit geben, zum einen einen Wunsch an Smart Country der Zukunft zu richten, an wen auch immer, welchen Adressat der Gesellschaft Sie diesen Wunsch auch richten möchten. Und den zweiten Aspekt gerne, wir sind hier in der Initiative Smart Country vom CoLab, das heißt, hier kommen schon viele Denker zusammen, stecken die Köpfe zusammen. Was würden Sie sich wünschen, wie das CoLab auch diesen Prozess vielleicht weiter begleiten kann? Ich würde hier drüben einfach mal anfangen. Was würden Sie sich wünschen? Also das waren starke Statements, die ich hätte aufschreiben sollen. Danke. Ich spreche mal als Bürger, als Privatperson. Da sind wirklich interessante Ansätze und ein Faktum ist, dass wir ex ante Entwicklung wahrscheinlich nicht vorhersehen können. Das wär sehr schwierig. Und dass deswegen die Gesetzgebung und die Regulierung und alles andere im politischen Umfeld immer ex post handeln muss. Und das macht das Ganze sehr schwierig, weil der Havel hat es angesprochen, der Buchdruck hat irgendwie 100 Jahre anscheinend gebraucht, um sich durchzusetzen. Heutzutage braucht halt vieles deutlich weniger Zeit. Und die Gesetzgebung in Deutschland ist so designt, dass sie verhältnismäßig lange braucht. Das hat auch einen historischen Sinn, weil man einfach Gesetze nicht sehr schnell rausbringen wollte. Es geht also darum, und das knüpft an den Herrn Arendt an, einen Rahmen zu finden oder zu gründen und vielleicht auch mittels eines Thinktanks oder Make-Tanks oder Do-Tanks oder was auch immer, Sachen zu ermöglichen, so weit wie möglich. Ich will jetzt nicht das Wort Liberalisierung oder Deregulierung oder sonst was in den Mund nehmen, weil es gleich dann einen Stempel hat, aber jeder Einzelne muss die Möglichkeit haben, sich so weit wie möglich zu entfalten. Hört sich sehr hippie-mäßig an, aber so ist es. So ist es de facto. Ja, die Möglichkeit zu gestalten, sich mit einzubringen, gerade wenn es nicht so viel Bevölkerung, wenn die Bevölkerungsdichte nicht so groß ist, kann man sich vielleicht noch besser vernetzen, diese Identifikation mit meiner Stadt, meiner Kommune, ich als Bürger, der sich mit einbringen kann, der gehört wird, der da auch Anregungen bringen kann. Und das wäre schon die nächste Anregung, solche Veranstaltungen, wenn man über Smart Country spricht, dann auch wirklich mal ins Country zu verlagern und Leute vor Ort zu befragen. Also man spekuliert als Bewohner einer Stadt oft über Use Cases oder über Probleme, also direkt mal vor Ort Leute zu befragen, beziehungsweise als kommunale Politik Bürger noch besser zu integrieren, beziehungsweise vermehrt Feedbackschleifen einzubauen und auch die Möglichkeit zur Partizipation zu geben. Dankeschön, Herr Habbel. Wenige Meter von hier werden in der Charité gerade Kinder geboren. Die Hälfte der Mädchen, die geboren werden, heute in dieser Stunde, haben eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Nicht von mir gesagt, sondern von Leuten, die sich mit Lebenserwartung beschäftigen. Von 100 Jahren. Das heißt, diese Mädchen leben bis zum Jahre 2114. Eine unglaubliche Entwicklung. Ein bisschen
Demut auch vor dem Hintergrund, wie können wir eine Lebenswelt hinterlassen, auch durch Digitalisierung im ländlichen Raum, in der Innenstadt, in den Großstädten, die diese Situation der Menschen auch in der Form, wie sie weiterleben wollen, gerecht wird und Rechnung trägt. Das wäre meine Botschaft. Ja gut, und wie machen wir diese Mädchen, auch die Jungs nach Möglichkeit, fit dafür, ein ganzes Leben lang fit zu bleiben? Nicht nur im gesundheitlichen Sinne, sondern vor allem auch im Lebensbewältigungssinne. Wie machen wir die zu Vordenkern ihrer eigenen Zukunft? Das glaube ich, das ist eine ganz große Aufgabe und da wünsche ich mir auch Unterstützung in jeder Hinsicht. Ganz herzlichen Dank. Dann darf ich noch einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir, dass weiterhin so viele kreative Köpfe hier im CoLab zusammenkommen und dass weiterhin die Bereitschaft besteht von Leuten wie Ihnen hier bei mir auf dem Panel, sich auch mit einzubringen, sich zu vernetzen und dazu beizutragen, dass wir es schaffen, die Herausforderungen, die ich glaube, die gesamtgesellschaftlich sind, auch gesamtgesellschaftlich zu lösen. Und das schaffen wir nur, wenn wir all unsere Perspektiven zusammenbringen, die Impulse von der anderen Seite aufnehmen. Und dafür bin ich ganz dankbar, dass es auch Menschen wie zum Beispiel Sebastian Hasebeck gibt, der das CoLab weiter immer so vorantreibt. Vielen Dank an dieser Stelle an dich. Dankeschön. Ja, vielen Dank an die Diskutanten. Wir werden jetzt in unserem letzten Block nochmal in die Arbeit.